Typisch Michel wird euch präsentiert von Schöneck Garage Spiez, euer Ford-Spezialist im Berner Oberland. Und mit Leib und Seele von Ernie. Haar, Kleid, Bar, Spa. Ich fahre auf Hingerkappelen zum Eishockey-Goalie Jonas Hiller. Wir können ihn beim Training abholen, hat er gesagt, Jonas Hiller. Was machen wir jetzt? Grüß euch miteinander. Jonas Hiller ist seit 3 Jahren beim EHC Biel unter Vertrag. Vorher hat er während 9 Jahren bei verschiedenen NHL-Clubs in den USA gespielt. Bei den Olympischen Spielen in Vancouver und Sochi war Jonas Hiller Stammgoalie der Schweizer Nazi. Der Eishockey-Goalie lebt zusammen mit seiner Frau und seinen 2 Kindern am Wollensee. Hallo Jonas, voll im Training. Ja, komm doch schnell rein. Okay, ja, merci. Ja. Ah, ja, ich sehe es. Du bist auch gut eingerichtet. Aha. Sommertraining daheim. Ja. Du machst das nicht normalerweise mit deinen Kollegen? Kollegen, ja. Ich habe zum Glück ein bisschen Freiheit bekommen, Teil vom Sommertraining daheim machen. Also 2-mal in der Woche bin ich eigentlich zu viel mit dem Team am Trainieren. Sonst habe ich mein eigenes Programm. Und von dem her habe ich die Freiheit bekommen, um das daheim zu machen. Und okay. Ja, bin gut eingerichtet. Und von dem her ist das natürlich cool, die Freiheit oder Flexibilität zu haben. Ja, super Sache. Bist du jetzt haben wir mit im Zeug gestört oder hast du noch etwas zu machen? Bist fertig? Es neigt sich am Ende. Ich muss noch die Übung schnell fertig machen. Aber also. Könnt gerne zuschauen. Ja, machen wir doch. In dem Fall. Lassen wir dich noch schnell fertig machen. Gut, merci. Ich sehe, du hast da so irgendwelche Notizen. Ist das dein Trainingsplan oder nach was gehst du da? Ja, das ist ein Trainingsplan, den ich schon länger das Gleiche mache, wo ich mit dem Konditrainer so gearbeitet habe. Es ist viele Sachen goalie-spezifisch. Es ist eine andere Belastung. Viel ist vor allem Rumpfstabilisation und Gleichgewicht. Das ist das, was ich hier mache, wo eigentlich nicht nach viel aussieht, aber relativ anspruchsvoll ist, koordinativ und auch von der Stabilität und von der Haltemuskulatur. Okay. Ja, du bist jetzt schon gleich fertig mit dem Training. Wie sieht es aus? Können wir noch etwas von deinem daheim sehen? Du wohnst hier so schön. Ja, ich kann euch gerne noch etwas zeigen, wo das wir hier sind. Und könnt gerne noch kommen. Ja, Platz hast du auf jeden Fall genug hier. Aha, definitiv. In dieser Zeit NHL hast du genug Geld verdient für so etwas Schönes. Ja, das ist eines der Privilegien. Ja,
Nein, dort, ich habe immer gesagt, ich will irgendwann mal am Wasser wohnen. Und jetzt habe ich mir eigentlich den Traum hier können erfüllen. Und nein, ich genieße es schon jedes Mal. Jedes Mal, egal wo ich bin oder wo ich bin, freue mich eigentlich immer wieder auf die Heim. Aufgewachsen bist du hier im Appenzellerland und jetzt bist du hier am schönen Wollensee. Also, warum geht hier? Ja, es hat wie immer mit Frauen zu. Das ist eigentlich der Hauptgrund. Nein, also meine Frau ist in Zollikofen aufgewachsen und am Anfang war einfach der Deal, im Winter müsse ich dorthin, wo ich bin, dann können wir im Sommer dort, wo sie daheim sind. Und ich habe mich auch extrem schnell in der Umgebung Bern wohl gefühlt. Und dann ist es wirklich darum gegangen, einen See zu finden, damit ich meinen Traum vom Haus am See verwirklichen kann. Und, zuerst musste ich dann sagen, was Wollensee, was ist das, wo ist das? Aber unterdessen genieße ich es extrem dort zu sehen. Und du hast vielleicht einen Wagenpark, also deine Leidenschaft sind Autos. Wie viele Autos hast du und was machst du mit denen aus? Ja, es sind so, dass ich glaube, jeden Tag von der Woche ein anderes fahren könnte. Im Moment laufen nicht alle, weil eines der Sachen, die ich eben cool finde, Auto, ist die ganze Technik und halt auch selber daran rumschrauben. Und ja, da denke ich, habe ich immer ein grosses Umbauprojekt und denke, das mache ich jetzt und fange mal an, auseinandernehmen. Und am Schluss kommt noch ein Haufen anderes dazu mit Familien und Kindern und Hockey und Haufen andere Sachen. Und darum stehen halt noch ein paar Projekte rum, die noch nicht fahrbereit sind. Aber ja, ich glaube, es ist wirklich so die Technik, die mich fasziniert. Und ja, dementsprechend ich dort halt eben noch mehr als nur ein Auto. Ja, super Sache. Jetzt bin ich natürlich gespannt, was wir heute noch machen. Was hast du für eine Challenge vor? Ja, also das wäre mal das, was ich überreichen möchte. Es geht weder um Auto noch um Hockey. Aber vielleicht hast du schon eine Ahnung, um was es gehen kann. Ganz ehrlich, ich habe keine Ahnung, was das sein soll. Also, das ist eigentlich Bar. Und zwar an die Leine kommt nachher ein Kite her. Neben dem Hockey, den Autos, habe ich noch eine weitere Leidenschaft. Und zwar das Kitesurfen. Und ja, zwar nicht hier auf dem Bollensee, aber wir gehen noch am Bielersee. Und wollte ich mal sehen, ob du die Naturtalent bist im Wasser. Oh, das ist das, was man da in der Luft rumfliegt? Genau, also das Ziel wäre eigentlich, dass der Kite in der Luft bist und du mal auf dem Wasser könntest fahren. Aber wir schauen, wo wir herkommen. Ja, also gut. Gehen wir zuerst noch etwas zum Mittag nehmen? Unbedingt. Also. Bevor es losgeht Richtung La Neuville, möchte ich aber zuerst noch seine Autosammlung sehen. So, komm rein. Sieht das aus? Ja, ist ein richtiger Wagenpark da. Ja, nein, ist schon so ein bisschen der Traum von meiner eigenen größeren Garage, die ich verwirklichen konnte. Und, ja. Ja. Und du hast auch wie eine richtige Werkstatt noch. Also du hast es nie gelernt, die Auto reparieren, oder? Nein, learning by doing, so mehr oder weniger. Ich war eigentlich immer Technik interessiert. Und ja, ich habe Kollegen, die auf diesem Business arbeiten. Und dann lernst du halt relativ schnell. Und darum bin ich schon froh, wenn ich jetzt gewisse Sachen kann. Halt einfach selber machen, wenn es mal die Räder wechseln ist für Winter und Sommer. Aber ja, vor allem bei den älteren Autos kannst du es eigentlich schon noch viel, viel selber machen, wenn du ein bisschen mechanisches Verständnis hast. Bei den neueren wird es halt immer schwieriger, je mehr Technik das drin ist. Also beim Tesla mache ich definitiv nicht mehr als Räder wechseln. Wir fahren los an Bielersee auf La Neuville. Jonas, es ist echt gar nicht so selbstverständlich, dass du zum Eishockey bist gekommen, weil deine Eltern sind ja erfolgreich im Basketball waren. Ja, das ist effektiv so. Also, Leute, die meine Eltern gut kennen, die fragen mich immer so, wieso ich Hockey und nicht Basketball spiele. Aber ich glaube, die Eltern waren überhaupt sportbegeistert. Meine Mutter hat Basketball, Nationalbasketball gespielt, die Nazi gespielt. Gleichzeitig ja, Basketball ist okay, auch wenn es vielleicht auf den ersten Blick nicht so tönt, ist so weit auch nicht voneinander entfernt. Es ist ein extrem schneller Teamsport. Und Region Herisau, Urnäsch, Herisau, wo ich aufgewachsen bin, ist halt einfach Eishockey eher ein Thema gewesen. Und dann bin ich so eigentlich zum Eishockey gekommen. Und das Skaten machst du jetzt seit gut 7 Jahren, hast du mir gesagt, so ein bisschen als Hobby, als deine Leidenschaft. Wie ist es denn zu dem gekommen? Ja, ich bin eigentlich immer, also die Eltern auch Segelboot gehabt. Ich bin schon früh wassernäher aufgewachsen und habe schon fast jeden Sport auf dem Wasser probiert. Und nach Windsurfen, Segeln, Katamaran ist dann irgendwie mal das Kitesurfen, wo ich es gesehen habe, das Gefühl, das muss ich auch mal probieren.
Es ist dann irgendwann wirklich, als mal in der Ferien, wo man das Highland in der Ferien ist gegangen, bis ich meinen ersten Kurs gemacht habe. Es hat mich dann wirklich gepackt. Und ja, das ist jetzt, glaube ich, schon 6 oder 7 Jahre her. Und unterdessen, ja, mir ist halt vor allem im Sommer, wo ich es machen kann als Ausgleich. Aber es ist immer eine riesige Passion. Und ich freue mich jedes Mal, wenn ich wieder irgendwo aufs Wasser komme oder ja, wenn der Wind bricht, wieder Wind ansehen. Und genau diese Leidenschaft will mir Jonas Hiller heute näher bringen. Er erklärt mir in der Theorie am selber gebastelten Kitesurfer, wie es funktioniert. Wir gehen in den Kiteboard-Shop, wo der Eishockey-Goalie Mitinhaber ist, das Material fassen. Wenn man so etwas aufgebaut hat und mitführt, verbringt man viel Zeit hier, nehme ich an, oder? Ja, vielleicht im Moment noch nicht so viel, wie ich vielleicht gerne würde. Priorität hat natürlich schon der Job im Spiel, im Hockey. Ja, es hat sich so irgendwo ein bisschen ergeben. Ja, als ich angefangen habe zu kiten, habe ich das Gefühl, es wäre auch noch cool, ein bisschen mehr machen als nur das Wasser. Und Gin ist eigentlich die einzige Schweizer Firma, die es gegeben hat oder was immer noch gibt. Und irgendwie das Gefühl, es wäre ja cool, noch ein bisschen mehr zu machen. Und unterdessen gehört ein grosser Teil vom Geschäft eigentlich mir. Und seit einem guten Jahr haben wir jetzt da eigentlich wirklich unseren ersten eigenen Laden auf da. Und es ist eigentlich nicht nur ein Laden, sondern wir machen auch Events da. Wir haben verschiedene Sachen und es ist natürlich cool, so etwas zu haben, vor allem in der Nähe vom Kitesport. Zeigst du mir jetzt ein bisschen, wie die Sportart funktioniert. Bevor wir aber dazu kommen, würde ich sagen, machen wir noch schnell unseren Social Media Part. Wir haben unsere Zuschauer gefragt, was sie für Fragen an dich haben. Und ich würde sagen, schauen wir schnell. Aha. Von welchen NHL-Feldspielern hast du am meisten Goal kassiert? Puh, schwierige Frage. Ich habe nie den Oberstatistiker gesehen. Also, ich nehme an, es ist jetzt irgendwo jemand, wo wir viel gegen gespielt haben. Ich weiß nicht, wer haben wir dort gehabt? Irgendein Anze Kopitar von LA oder weiß nicht, San Jose. San Jose sind wir nie gut gewesen. Da ist sicher irgendjemand von San Jose. Wer war schon mal dort noch? Patrick Marleau, irgend so, aber ohne Gewehr. Von den Eishockey-Spielern hört man ja ging, dass sie viel snoozen. Welchen Stellenwert hat Snooze bei dir? Ich kann nicht mal sagen, ich habe es probiert. Ich bin eh nicht so ein Suchtmittel. Mit Alkohol trinke ich auch keinen. Also von dem her, bei dieser Frage kann ich definitiv nicht mitreden. Inwiefern ist das Eishockey in Amerika anders als bei uns in der Schweiz? Ja, ich glaube, für mich das ist immer der grösste Unterschied ist, die Intensität. Ich glaube, vom Eis geht es noch mal intensiver und härter zu. Gleichzeitig der ganze Spielplan ist noch mal intensiver. Du hast nicht nur 40, 45 Spiele oder 44 Spiele, sondern 82 Spiele. Ich glaube, sonst technisch und von dem sind wir eigentlich extrem hoch im Niveau in der Schweiz. Aber ich glaube, wirklich die Intensität ist das, wo noch den grössten Unterschied macht. So, jetzt geht's los zur Challenge. Wir fassen das Material und machen uns auf den Weg zum Übungsplatz, den ich zuerst mal im Trockenen mit einem Übungskite probieren gut aus. So. Hast du ihn? Kann ihn so heben. Ist auch nicht. Eigentlich auf der Hinterseite stehen. Ja. Und so heben. Ich nehme den Kite, wenn der ruft, kannst du ihn einfach eigentlich los und dann kann ich nachher gegen hoch starten. Ja. Mir läuft jetzt schon so ein Foto. Los, los! Ja, ich los. Lustige Sache. Oh! Und also entweder musst du mehr ziehen, dass er eine ganze Runde macht, dann hast du eigentlich wie ein Looping gemacht. Ja. Oder wieder in die andere Richtung ziehen. Also so? Dass du wieder da ziehst, dann fliegt er eigentlich wieder so rauf. Immer so und so und so? Genau. Okay. We'll be right back.
Ich bin ein Naturtalent, würde ich sagen. Oh oh, oh oh, oh oh. Oh Scheiße! Nein, nein! Das ist auch nicht für mich. Du musst eigentlich nicht mehr laufen. Wenn er mal da oben ist, kannst du eigentlich. Jetzt ist nur noch steuern. Jetzt kannst du eigentlich stehen bleiben. Du machst eigentlich alles nur noch mit. Ja. Leicht an den Plan links ziehen oder so, ja. Ja, zuerst sind wir üben. Er hat mir also gezeigt, wie ich mit dem Kite umgehen muss. Also, dass er so fliegt. Weißt du, fliegt? Ja, eben, am Anfang probierst du manchmal fast zu viel machen. Und wenn er dann plötzlich gerade Richtung Boden rast, dann weißt du, man sich nicht mehr, ob ich jetzt links oder rechts ziehen soll. Und dann ja, ist das einmal nicht ganz einfach, den wieder aufzufangen. Aber auch dort wird es eine Gewöhnungssache. Irgendwann überleist du nicht mehr, sondern es passiert automatisch. Nicht so viel machen, nur oh. Ja, es hat sicher noch Steigerungspotenzial, aber ich glaube, von ganz am Anfang bis zum Schluss hast du schon einiges auch gemerkt, was es eben braucht. Das meiste sind nicht die grossen Bewegungen, sondern es ist eigentlich relativ fein, wo es keinen mehr Druck hat, wo weniger. Und das ist eigentlich auch das, was du nachher eben auf dem Wasser oder auf dem Schnee wirklich so musst können umsetzen. Aber ich glaube, es braucht schon noch ein bisschen Zeit, braucht da, bis du die ersten Sprünge machst. Ja, also ich muss sagen, es ist nicht so einfach, wie es aussieht. Aber wir gehen jetzt gleich auch aufs Wasser, oder? Mhm. Ja, ich glaube, wir müssen aber etwas zusammen probieren. Ich glaube, wirklich dich jetzt allein aufs Wasser lassen. Einerseits heute ist wirklich der Wind extrem stark. Ja, wäre aber ein bisschen gefährlich, dich dort einfach allein aufs Wasser auszusetzen. Ich habe da ein, zwei Ideen, die ich schon lange mal probieren wollte. Huckepack, das zweite. Wir müssen es probieren. Es wird es probieren sein, aber im Wasser wird ich eigentlich schon mal schnell sehen. Gesagt, getan. Der Neoprenanzug, der soll uns vor dem kalten Wasser und der Beise schützen. Ich glaube, ihr wäre es gleich gewesen, wenn sie nicht noch ins Wasser hätten müssen. Aber ich glaube, zum Kitesurfen gehört das Wasser. Und von dem her ist es schon cool gewesen, dass sie hier da offen war, um den Jux noch mitzumachen. Vor allem mit dem Huckepack, wo ja, auch für mich etwas Neues war. Zuerst macht der Jonas allein ein paar Runden, bevor wir eben das mit dem Huckepack in Angriff nehmen. So, und jetzt steige auch ich ins kalte Nass. Das hat nicht so elegant ausgesehen, denke ich jetzt mal. Aber ja, wir haben es probiert. Es ist natürlich nicht so einfach. Anhängen und dann noch das eigene Körpergewicht. Und dann, ja, er hat mir auch etwas leid getan, dass er mich dann noch auf den Rücken nehmen muss.
ist auch so. Auch vorher, es war nicht so einfach. Schon nur zu ihm zu kommen und dann an ihn zu hängen. Oh. Jetzt plötzlich noch ein paar mehr auf den Schultern zu haben oder auf den Rücken zu haben, braucht halt schon grad noch ein bisschen mehr Kraft vom Kite her. Ich glaube, dort idealerweise hätten wir gerade noch einen Kite oder zwei grösser genommen gehabt. Ja, das Huckepack hat irgendwie nicht so funktioniert. Was denkst du, was hat es gelegen? Ja, hat noch Steigerungspotenzial. Ja, bei mir war das erste Mal. Keine Größe war so ein unter das Limit. Da ist am Rand meistens ein zu wenig Wind oder weniger Wind als draußen. Ja, es sind viele Faktoren, die stimmen. Aber am Schluss ist uns vor allem auch ein bisschen Zeit davon gelaufen. Und ich glaube, wenn wir noch eine Stunde länger hatten, hätten wir es schon geschafft. Vielleicht noch kurz zum Abschluss einen Ausblick in deine Zukunft aus sportlicher Sicht. Du hast jetzt den Vertrag beim EHC Biel, läuft noch bis die Saison. Was näher? Wie soll es weitergehen? Ja, es sind sicher immer Gedanken, die ich mir auch mache. Ja, ich weiß nicht, ich glaube, die definitive Antwort habe ich noch nicht gefällt, aber ich bin sicher irgendwo an einem Punkt, wo ich sage, ja, oder ich habe immer Angst davor, dass wenn ich aufhöre oder dass ich irgendwann mal nicht mehr die Leistung bringen kann, die ich von mir selber erwarte. Und dann weiss ich, dass ich werde sehr frustriert sein und darum habe ich immer gesagt, ich höre lieber ein Jahr zu früh auf. Also es kann gut sein, dass es meine letzte Saison ist. Okay, und hast du dann schon Zukunftspläne? Also wirst du dann vermehrt beim Kiten? Ja, stelle ich das Zelt auf und gehe jeden Tag kiten, wenn es Wind hat. Nein, es sind verschiedene Sachen. Mit der Family mal länger reisen ist etwas, was auf der Liste steht. Ich habe eigentlich genug Interesse, genug Projekte und von dem her wird es nicht langweilig werden, aber im Moment ist schon noch der Fokus auf die Saison, die Vorbereitung und hoffe, es gibt wieder eine erfolgreiche Saison. Jonas, merci vielmals für den Tag. Ich wünsche dir alles Gute für die Zukunft. Und ich danke für das Zuschauen. Das war es schon von der ersten Staffel. Das war die letzte Sendung von der ersten Staffel, typisch. Aber im September geht es schon weiter. Da starten wir in die zweite Staffel. Ich hoffe, ihr seid dann wieder mit dabei. Bis dann, adieu miteinander. Typisch Michel wird euch präsentiert von Schöneck Garage Bietz, euer Ford-Spezialist im Berner Oberland. Und mit Leib und Seele von Ernie. Haar, Kleid, Bar, Spa.